Ja, mein Name ist Marcel Polte. Ich beschäftige mich jetzt auch schon einige Jahre mit dem UFO oder eher gesagt mit dem schon angesprochenen Entführungsphänomen, aber auch mit einem scheinbar völlig anderen Phänomen, nämlich der sogenannten rituellen Gewalt. MK-Ultra, vorhin hatten wir das Stichwort multiple Persönlichkeiten, das spielt da alles rein. Und nach meinen Erkenntnissen sind das eben zwei Phänomene, die gar nicht so weit auseinander liegen, sondern tatsächlich eher miteinander verbunden sind. Der Titel meines Vortrags heute, das UAP-Phänomen, die okkulte Hypothese. Und diese okkulte Hypothese soll natürlich lediglich eine Anregung sein. Wir kennen alle die extraterrestrische Hypothese, die so die erste Erklärung war für das UAP-Phänomen. In letzter Zeit viel diskutiert die interdimensionale Hypothese, also das, was hier mit Intelligenzen zu tun haben, die eben nicht von anderen Planeten kommen, sondern aus anderen Daseinsebenen. Und was ich heute mal in den Raum werfen möchte, ist die, ich nenne es mal die okkulte Hypothese, die sicher keine umfassende Hypothese sein kann, aber möglicherweise wichtige Teilaspekte erklärt. Und es gibt eben auch gute Gründe dafür, warum man diese Ideen einer näheren Betrachtung unterziehen sollte. Welche Indizien habe ich, um überhaupt hier diese These ins Feld zu führen? Die werde ich heute im Einzelnen vorstellen. Das sind zum einen, muss man sich bewusst machen, gibt es natürlich religiöse Schriften, die im Prinzip die älteste Quelle sind für Kontakte mit fremden Entitäten. Also darüber, wo wir jetzt in unserer modernen Zeit sprechen, wenn man da zurückgeht, die Jahrhunderte und Jahrtausende, stößt man eigentlich immer wieder auf religiöse Überlieferungen, wo schon sicher nicht dieselben, aber doch ähnliche Phänomene beschrieben werden. Da werde ich später näher drauf eingehen. Dann eben, ich hatte es eben schon erwähnt, nach meiner Erkenntnis gibt es Verbindungen zwischen diesen Teilphänomenen, nenne ich es mal UAP, Okkultismus, rituelle Gewalt, MK-Ultra. Warum ist das so? Warum kann man diese Verbindungen dort sehen? Weil vor allem auch dieselben Gestalten bei beiden Teilphänomenen auftreten. Welche das sind, werde ich dann erwähnen. Dann ganz interessant, das war eines der ersten Kontaktfälle, mit denen ich gearbeitet habe, wo mir jemand berichtet hat, während einer Erfahrung mit einem Grey, dass da eine bestimmte Reaktion hervorgerufen werden konnte bei diesen fremden Wesen. Da gehe ich später darauf ein, was ist da passiert und ist das nur dort vorgekommen oder gibt es ähnliche Fälle in der Forschung. Dann werde ich auch andere Vertreter vorstellen, die solche Gedanken schon mal in den Raum geworfen haben und werde abschließend noch mal kurz auf die sogenannte Collins-Elite eingehen, die Luis Elizondo anführte als eine Gruppe im Pentagon, die eben daran interessiert ist, das UAP-Phänomen weiter verdeckt zu halten. Robert Fleischer hat das auch angesprochen in seinem Gespräch mit ihm oder mit Elizondo darüber diskutiert. Ich fange mal an mit dem Aspekt der religiösen Schriften. Hier mal sozusagen beispielhaft, wenn man so will, den Koran erwähnt. Und was vielleicht viele nicht wissen, achso, bevor ich da drauf eingehe, bevor ich es vergesse, eben hat mich eine Dame noch angesprochen, ich hatte es eben kurz, als ich bei den Zuschauern in der Zuschauerreihe saß, erwähnt, zum ersten Vortrag, nee, zweiten Vortrag, dass es in der Türkei dieses bekannte Phänomen gibt, da sitzt was auf der Brust, man kann nicht atmen nachts, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, darf ich vielleicht nochmal bitte? Kadabasan, Kada dunkel, Basan drücken, das war der Begriff, der da tatsächlich, ich wollte es kurz noch hinterher schieben, im türkischen Raum bekannt ist für dieses Kontaktphänomen während des Schlafens. Und eben im Koran gibt es Gestalten, die werden dort Jinn genannt. Man kann sie so mit Satan und den Dämonen in der Bibel gleichsetzen, wobei allerdings im Koran da wesentlich detaillierter darauf eingegangen wird, als in der Bibel, wo Dämonen eher beiläufig erwähnt werden, was denn die für Eigenschaften haben. Und das ist ganz interessant, dass dort die Rede ist,
davon, dass es feinstoffliche Wesen sind, die besondere Kräfte haben, die eben aber auch Dimensionen durchqueren, die aber auch Formwandler sind und bei denen man aber auch unterscheiden kann zwischen guten und bösen Wesen. Das heißt, nicht alle sind da irgendwie negativ eingestellt. Die negative Gattung, wenn man so will, die werden Shaitan genannt, Singular und im Plural dann Shayaten, mit einem sozusagen Anführer, der sich Iblis nennt, der wäre dann sozusagen mit dem Satan aus der Bibel gleichzusetzen. Und was auch gesagt wird, das sind Wesen, die eben auch während der Traumphase eines Menschen Geschlechtsverkehr mit diesen haben können. Und das sind schon einige Merkmale, die man interessanterweise eben auch bei dem modernen UAP-Phänomen bzw. bei den Entitäten, die dort auftreten, antrifft. Gerade auch diese schwere Greifbarkeit, dieses Feinstoffliche, das Interdimensionale. Und was ich wirklich in den letzten Jahren auch häufig gehört habe, diese quasi nächtlichen Vergewaltigungen, das hat jetzt nichts mit Grace, muss man sagen, zu tun, aber eher im Kontext auch dieser Reptiloiden-Erfahrungen. Also da gab es einige weibliche Kontaktlerinnen, die mir sowas berichtet haben und sagten, das war eine sehr, sehr reale Erfahrung, die sie da durchleben mussten. Was interessant ist noch, kurz abschließend zum Koran, dass es an einer Stelle heißt, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Da hatte mich eine Dame mit islamischem Glaubens darauf hingewiesen, dass hier tatsächlich von Welten die Rede ist. Also der Koran offenbar tatsächlich von einer Mehrdimensionalität des Universums ausgeht, wozu natürlich jetzt auch passen würde, wenn hier oben steht, Dschinn sind Wesen, die Dimensionen durchqueren können und eben aus anderen Dimensionen heraus auch in unsere Existenzebene wechseln können. Das war eben der Koran. In der Bibel findet man Ähnliches. Sehr bekannt aus der Offenbarung natürlich die Geschichte des Drachens, der auf die Erde gestürzt wurde. Ich zitiere hier mal kurz aus der Offenbarung des Johannes, wo da steht, da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Und an anderer Stelle in der Offenbarung heißt es, darum jubelt ihr im Himmel und alle, die darin wohnen. Weh aber euch, Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen, seine Hut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Und da hatte ich mich schon gewundert, ich bin jetzt nicht der größte Bibelexperte, aber dass in der Bibel auch die Rede davon ist, dass der Fürst dieser Welt Satan sei, wo man so als religiöser Laie ja erwarten würde, der allmächtige Gott hat auch hier alles unter Kontrolle und kontrolliert alles. Warum redet die Bibel davon, dass hier ein offenbar negatives Wesen eigentlich die Dinge kontrolliert? Und da gibt es natürlich von diesem Kampf des Erzengels Michael mit dem Drachen auch diverse Zeichnungen, schon viele Jahrhunderte alt. Hier mal so ein Beispiel. Ob jetzt tatsächlich Satan gleichzusetzen ist mit einem Drachen und mit einer Schlange, ist schwer zu beantworten. Wir hatten in dem ersten Vortrag heute kurz die Erwähnung von einer großen Schlange, die sich da einem Zeugen vor ihm aufgebahrt hat und da muss ich sagen, das ist eine Beschreibung, die ich kannte, die ich auch von Personen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, gehört habe, dass sie quasi auf einer anderen Existenzebene so einer riesigen astralen Schlange begegnet sind. Auch gerade der erste Kontaktler, von dem ich gleich noch mal sprechen werde. Und was allerdings vielleicht beruhigend ist, das ist allerdings jetzt eine andere Quelle, das ist nicht aus der Bibel direkt. Es gibt ein Channeling-Buch, Rat der Neun nennt sich das. Jetzt ist natürlich Channeling ein sehr umstrittenes Thema, kann man von halten, was man will. Ich hatte mich auch mit Channeling nie befasst, bis bei Hypnosesitzungen eben, wo es eigentlich nur darum ging, an Erinnerungen ranzukommen von Personen, die meinten, Kontakterlebnisse zu haben, bis dann auf einmal Kommunikationen stattfanden, sehr zu meiner Überraschung. Und ich doch dann dieses Phänomen des Channelings etwas ernster nehmen musste, zumal
die Channelings, die mit verschiedenen Personen und dann scheinbar auch verschiedenen Entitäten stattfanden, sehr viele von dieser reptiloiden Natur, in sich sehr konsistent waren. Und dort heißt es jetzt hier in diesem Buch, was tatsächlich über viele Jahre gechannelte Texte enthält, wenn ihr Wissen, Weisheit und Wahrheit erwerbt, wenn alles, was im Universum ist, sich euch langsam enthüllt, dann beginnen diejenigen, die den Planeten Erde beherrschen wollen, um das Universum zu beherrschen, euch große Schwierigkeiten zu bereiten. Was ihr zurzeit erlebt, das ist das Umsichschlagen des Schwanzes der Negativität, man könnte vielleicht auch sagen des Schwanzes der Schlange, die wir eben erwähnt hatten, die weiß, dass sie sich auf dem Rückzug befindet. Und wie wir alle wissen, das sind in der Tat sehr interessante Zeiten, wo wir leben. Viele Informationen kommen an die Öffentlichkeit, aber auch, das ist ja das Kernthema jetzt auch beim Robert Fleischer zuletzt, die Whistleblower der letzten Jahre, wie an Elizondo und andere, scheinen da auch gewisse Probleme zu kriegen, weil es eben verschiedene Gruppierungen gibt, wovon manche Dinge geheim halten wollen und andere möchten eben Dinge aufdecken. Ganz kurz noch weitere Beispiele für religiöse Schriften. In Suma hatte ich gefunden, in archäologischen Fachzeitschriften gibt es sogar Keilschrifttexte mit Abbildungen von aufrechten reptiloiden Wesen oder die dort als Dämonen bezeichnet werden. Die haben dann Hörner, die haben eine Schlangenzunge und ähnliches, also sehr, sehr ähnlich so den Beschreibungen, die man so heute von Betroffenen bekommt, wenn es um diese reptiloide Spezies geht. Dann in Indien die Nagas, die auch tatsächlich sehr genau alle Merkmale enthalten, die man so aus den heutigen Berichten kennt. Es werden Schlangenwesen, halb Mensch, halb Tier, die ihre Form wandeln können, die sich zwischen den Dimensionen bewegen. Dann bei den Mayas, sehr bekannt, die gefiederte Schlange oder der Schlangengott. Gerade wir haben vorhin das Bild gesehen der Pyramide in Chichen Itza, die diesem gefiederten Schlangengott gewidmet ist. Und an einem oder zwei Tagen im Jahr bei der Tag- und Nachtgleiche sieht man dann, man hat diese Pyramide gesehen, wie sich an der Kante dann ein Schlangenkörper nach unten bewegt und auf dem Boden steht so ein großer Schlangenkopf dann mit dieser Schlange verbindet. Also auch eine sehr erstaunliche archäologische und astronomische Leistung, dass man dieses riesige Bauwerk genauso ausgerichtet hat, dass es eben zu diesen beiden bedeutsamen Tagen dann dieses Schattenspiel entwickelt. Dann aus Äthiopien und Eritrea gibt es sehr verbreitet auch eine sehr ähnliche Drachen- und Schlangenlegende. Und natürlich China, Asien sind auch diese Schlangenwesen sehr präsent in den Überlieferungen. Da will ich aber gar nicht jetzt auch tiefer drauf eingehen, sondern kurz nochmal, ich hatte es eben schon erwähnt, hier die drei Kandidaten zeigen, die eben, und das ist sehr erstaunlich, sowohl natürlich, das weiß hier jeder im Raum, bei Berichten aufkommen von Personen im Kontext des UAP-Phänomens, natürlich gerade hier die Grauen, über die wir heute schon gesprochen haben, etwas seltener diese Reptiloiden, die immer so ein bisschen belächelt werden, wo man denkt, das ist so eine David Icke-Erfindung aus dem Jahr 2000, wo sein erstes Buch dazu erschien, oder ich glaube 1999 war es, aber man findet tatsächlich auch, wenn man genau hinschaut, bei den Büchern, die vorhin schon eingeblendet wurden, von Johannes Fieback aus den 80er und 90er Jahren, und auch bei Professor John Mack schon Berichte, die genau dieses Muster der typischen Erfahrung mit den reptiloiden Wesen zeigen, unter anderem auch diese Vergewaltigungsszenarien. Sehr im Hintergrund tauchen manchmal diese gottesanbeterähnlichen Wesen, die Mantis, auf. Und was eben für mich sehr, sehr erstaunlich war, dass ich im Kontext dieser Erfahrungen von ritueller Gewalt, das heißt, da geht es um Menschen, die in Kultfamilien aufgewachsen sind, generationenübergreifend wird da eine satanische Agenda betrieben. Sie kommen sehr früh in Kontakt mit Missbrauch, Folter, Gewalt, Persönlichkeitsspaltung, aber eben auch Ritualen. Dass dort, wenn auch sehr vereinzelt, eben auch es Berichte gibt, dass im Rahmen dieser Rituale diese Entitäten gesehen werden, wie Grace oder Reptos. Oder in einem Fall eine Zeugin, der ich sehr vertraue, die mir sehr viele Dinge schon berichtet hat, sie sagte, bei einem Ritual tauchte auf einmal dieses Mantiswesen auch auf. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wie passt das denn zusammen? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und der Frage gehen wir sozusagen heute nach. Und ein weiteres Indiz ist eben,
Ich hatte es eben schon erwähnt, oder sind Berichte von Betroffenen. Oft geht es dann auch um diese Grey Bedroom Visitor und Entführungsszenarien, wo sich gezeigt hat, dass wenn jemand in seiner Verzweiflung, das waren dann natürlich Personen, die irgendwie einen christlichen Hintergrund hatten, wenn sie Jesus Christus angerufen haben in dieser tief verängstigten Situation, diese Erfahrung abrupt abgebrochen ist. Und ich weiß noch, wie ein junger Mann 2017 berichtete, und er war selber sehr verwirrt darüber und konnte es nicht einordnen. Und er hatte diverse Erfahrungen, da wieder mal diese Grace bei ihm vorbeischauten und er Panik hatte und betete dann irgendwie zu Jesus Christus und dann diese kleinen Grauen dann quasi quiekend durch die Wand entflüchteten. Und wir uns quasi keinen Reim drauf machen konnten, wie kann man so eine Reaktion erklären, weil die natürlich überhaupt nicht zu dem Szenario passen würde. Das sind jetzt irgendwie fremde Wesen von anderen Planeten. Warum sollten die in dieser Form darauf reagieren, wenn jetzt hier jemand Jesus Christus herbeiruft? Das ist aber, wie gesagt, kein Einzelfall. Joseph Jordan, ich meine, er hat früher am Kennedy Space Center auch gearbeitet, ist mit der MUFON verbandelt, ist der National Director in Südkorea, da ist auch ein Video eingeblendet, wo er darüber spricht, der hat auch einen christlichen Hintergrund, und das ist jemand, der eine große Anzahl von Fällen gesammelt hat, nachdem man darauf aufmerksam wurde in seiner Forschungsgruppe, dass es dieses Phänomen gibt, weil man immer vorher gesagt hat, man kann diese Entführungserfahrung eigentlich nicht aus eigener Kraft heraus beenden. Das liegt nicht in unserer Macht. Und irgendwann hatte man zufällig mal einen Bericht dort liegen, wo jemand sagte, ich habe da Gott angebetet oder nach Jesus Christus gerufen, und auf einmal hörte das auf, und zwar dauerhaft. Und dann hat sich gezeigt, nachdem man gezielt dahin geschaut hat, dass das eben kein Einzelfall ist und man Dutzende solcher Fälle dann zusammengesammelt hat. Es gibt dann aber noch weitere, die in eine ähnliche Richtung gehen und sagen, es hat da einen merkwürdigen, okkulten Hintergrund. Ich habe jetzt mal, das ist jetzt kein Forscher, aber trotzdem mal genannt, Tucker Carlson, weil ich zufällig bei einem Interview auf Äußerungen stieß. Ich weiß, er war so einer der Ersten, der auch mit Elizondo und den Piloten da, die die Sichtung hatten, als er noch da im Mainstream unterwegs war, Interviews geführt hat. Also wir von ausgehen können, das ist jemand, der sehr gut connected ist und auch Insider-Informationen bekommt. Und er sagte jetzt zu Joe Rogan, dass er eigentlich sich von dem Thema jetzt zurückgezogen hat. Für ihn sei das mehr oder weniger klar. Es hat was mit spirituellen Kräften zu tun. Und zwar im Prinzip, sagt er, mit dem spirituellen Kampf, der seit jeher beschrieben wird in den alten Schriften. In eine ähnliche Richtung ging Jacques Vallée, der sich lange ja mit dem Phänomen befasst hat und immer noch befasst, der sagt, ich habe es hier mal zitiert, aus seiner Sicht sind ETs, sogenannte ETs, interdimensionale Wesen, die mit alten mythologischen und religiösen Vorstellungen von Dämonen und Geistern in Verbindung stehen könnten. Also das soll jetzt auch keine abschließende Beurteilung sein, wie bei dem Bedroom Visitor Phänomen, über das wir vorhin kurz gesprochen hatten, mag es auch nicht alles ein und dasselbe Phänomen sein. Auch nicht, dass alle negativ sind, sondern da wird es sicher auch Unterscheidungen geben. Die Barbara hat auch schon davon berichtet. Gab es eine Fraktion offenbar, die ihr negativ eingestellt waren und andere aber sie sozusagen gut behandeln. Da werden wir auch nicht abschließend beurteilen können. Sind das jetzt Außerirdische, sind das Interdimensionale, hat das einen okkulten Hintergrund oder zumindest gibt es irgendwie eine Anbindung an okkulte Phänomene? Hier noch kurz vier, fünf weitere Beispiele. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, ich habe auch gar nicht, muss sagen, die Zeit im Blick, doch 15:40. John A. Keel, Autor des bekannten Buches The Mothman Prophecies, wurde auch verfilmt, vertritt ähnliche Konzepte. Etwas zurückhaltender Dr. David Jacobs, der auch sagt, das Ganze ist eher ein metaphysisches Phänomen. Wir haben es hier nichts mit Außerirdischen zu tun. Gestern bin ich noch in einem Buch auf Zitate von Bob Lazar gestoßen, der sagte, als er da in S4 gearbeitet hat an UFOs, und quasi seine Einführung bekommen hat, da wurden ihm ja seinem Bericht nach diverse Dokumente vorgelegt, in die er sich einlösen sollte. Und da hat er erwähnt in mehreren Interviews, dass dort ausgeführt worden sei,
dass diese fremden Wesen uns, die Menschen, als Seelencontainer sehen würde, dass Religion da auch offenbar eine große Rolle spielt in dem Kontext, was da dran steckt, ob er da selber getäuscht werden sollte durch die Informationen, die ihm vorgelegt wurden, oder ob die wahren Erkenntnisse jetzt der Regierung waren, lässt sich natürlich nicht sagen. Britische UFO-Forscher, gerade so in den Anfangszeiten der 60er und 70er Jahren, haben auch so eine Satanic Theory vertreten. Und dann gibt es auch einen italienischen christlichen Autor und Forscher, der darüber Bücher geschrieben hat, wobei man natürlich sagen muss, wer mit einem christlichen Background an das UFO-Phänomen rangeht, ist natürlich auch leicht versucht zu sagen, ich ordne das ein in mein Konzept von Gott, Bibel, der Teufel, Dämonen und Satan. Also insofern muss man da schon differenziert drangehen und es sicher als einen wichtigen Aspekt ranziehen, aber die Frage ist, kann das alles erklären? Ich meine, es ist wichtig, gerade eben wegen diesem Kontext, auch zu diesem Thema der satanischen Kulte. Und auch Elizondo hat ja erwähnt, es gäbe eine Gruppierung im Pentagon, die daran interessiert sei, diese UFO-Wahl zu unterdrücken. Und das sei die sogenannte Collins Elite. Als ich den Namen hörte, musste ich erst mal dran denken an Fritz Springmeier. Das war ein Forscher, der sich vor einigen Jahrzehnten schon mit den sogenannten Illuminati, also einem alten Geheimbund, beschäftigt hat und dort erwähnt, es gäbe da sozusagen 13 Familien oder Blutlinien. Eine davon sei die Collins-Familie. Weswegen ich da etwas skeptisch war, als ich hörte von Elizondo diese Vermutung, das sind christliche Fundamentalisten. Also ich bin nie darüber gestoßen, dass es christliche Gruppierungen gibt, die in dieser Welt wirklich irgendwas zu sagen haben oder kontrollieren, sondern die Kreise, die Dinge unter Kontrolle haben, die dafür verantwortlich ist, über was darf berichtet werden oder nicht, sind gerade dem anderen Lager zuzuordnen. Aber es ist häufig so, dass oft diese dann eben satanischen Kreise sich auch als Christen tarnen. Also ich kenne Überlebende aus Kultfamilien, die mir berichtet haben, ihre Familien waren im Alltagsleben nach außen hin sehr christlich aktiv, sind auch sonntags in die Kirche gegangen. In Wahrheit waren es aber Satanisten und gerade Satanisten nehmen eben halt auch christliche Bräuche und verkehren die sozusagen ins Gegenteil und nutzen die für ihre eigenen Rituale. Sodass eigentlich meine Einschätzung war, wenn es da eine Gruppe gibt im Pentagon oder auch darüber hinaus, die eben solches Wissen unterdrücken wollen, dann sind das im Zweifel keine Christen, sondern eher diesem Bereich der Satanisten, Kult, Illuminati zuzuordnen. Dann stieß ich aber auf das Buch von Nick Redfern, Final Events, der Haupttitel, der Untertitel, And the Secret Government Group on Demonic UFOs and the Afterlife. Und das war, ich wollte es mir schon vorher anschauen, aber es irgendwie nicht geschafft. Ich habe es mir dann gestern Abend um eins noch versucht durchzufliegen und habe dann gemerkt, zu meinem Erstaunen, deswegen wurde die Folie hier gestern Abend nochmal oder gestern Nacht überarbeitet, dass das ein Buch ist über die Collins-Elite. Und er stellt es so dar, dass es tatsächlich erstmal eine Gruppe war, die war jetzt aber nicht unbedingt christlich fundamentalistisch, gab es auch eine sehr merkwürdige Erklärung, warum sie gerade Collins-Elite nannte und dachte, naja, okay, vielleicht habe ich mich da vertan, das hat dann doch mit den Satanisten und Illuminati nicht viel zu tun. Aber es gibt dann so einen gewissen Turn im Buch gegen Ende, wo er Aussagen zitiert eines Aussteigers dieser Gruppe der Collins-Elite. Und der spricht eben davon, dass mittlerweile diese Gruppe, ich habe es ja zitiert, also nichts mehr repräsentiert, was mit dem Christentum zu tun hat, dass es dort enge Verbindungen auch zur Bush-Administration gab, auch zum Thema neue Weltordnung und auch Project Bluebeam wurde das diskutiert, wohl in der Gruppe, dass man überlegt hat, Gottesbilder in den Himmel zu zaubern, um eben die Menschen in so einen fundamentalen Christenglauben zu führen. Und das sind dann schon wieder Anzeichen für mich, wenn ich Bush-Administration höre, wo man ja Zeugen hat oder vermeintliche Zeugen hat, wie Cathy O'Brien, die eben sagt, Bush Senior und der
ganze Clan drumherum, die waren im engeren Zirkel dieser Illuminati-Kreise und vor allem daran interessiert, diese neue Weltordnung zu etablieren. Also da schließt sich dann doch wieder der Kreis und macht für mich mehr Sinn, dass eben diese Gruppe, die das geheim halten will, diesem Lager zuzuordnen ist. Ein weiteres Indiz war, dass der Autor, als er versuchte, über die Collins-Elite was herauszufinden, von jemand kontaktiert wurde, von der Offutt Air Force Base in Nebraska, die sagte, ja, wir sind hier sozusagen die Collins-Elite und können dir da gewisse Informationen liefern. Und die Offutt Air Force Base ist mir eben im Rahmen meiner Forschung zu MK-Ultra und Illuminati etc. auch schon untergekommen. Das war der Ort nach Aussage eines sehr wichtigen Zeugen, wo eben diese Mind-Control-Prozeduren angewendet wurden mit Folter, Persönlichkeitsspaltung und Programmierungen. Also gerade das ist eigentlich ein Ort und gerade auch Nebraska und das Umfeld. Da gab es den sogenannten Franklin-Skandal, den man auch diesen Bereich Illuminati, neue Weltung und so weiter zuordnen würde, sodass ich davon ausgehen würde, wenn es Kreise gibt, die das zurückhalten wollen, dann sind das eben diese Kreise, was auch Sinn machen würde, weil eben diese Kreise sehr genau Bescheid wissen über andere Dimensionen, andere Entitäten und wenig daran interessiert sind und außergewöhnliche Fähigkeiten, interdimensionale Reisen, Remote Viewing, das wird dort alles praktiziert. Ich weiß das von den Überlebenden, die als Kinder schon dazu trainiert werden, auch diese Fähigkeiten zu entwickeln, auch durch Nahtoderfahrungen, sie werden dann ertränkt, sind kurz tot, um sozusagen ihr Bewusstsein zu erweitern. Und diese Kreise sind natürlich nicht daran interessiert, dass sowas Mainstream wird und jeder dann über UFOs und Remote Viewing und was alles dazu gehört, spricht. Sodass ich meine, das ist zumindest ein Ansatz, den man hier nicht außer Acht lassen sollte. Einmal was die Aufdeckung anbelangt, dass man es hier mit diesen gewissen Kreisen zu tun hat, aber auch diese okkulte Verbindung, die sehr rätselhaft ist, aber dennoch so präsent ist, dass wir sie ernst nehmen müssen und uns fragen müssen, wie passt das zusammen? Ganz kurz noch, hier der Hinweis auf sozusagen den Vorteil vom letzten Jahr. Da hatte ich über den Fall von Clara Wolf gesprochen und gesagt, da wird es hoffentlich bald ein Buch geben. Das ist dann auch kurz später im Januar erschienen, nennt sich das Alien-Projekt mit vielen Zeichnungen von ihr, wo sich auch bestätigt hat, meine Vermutung, dass in den Zeichnungen tatsächlich Daten und Informationen dieses Phänomens im Hintergrund einfließen, kann ich eben nur empfehlen. Sehr, sehr interessant. Etwas verborgen wie das gesamte Phänomen, muss man dazu sagen, aber es enthält wertvolle Insider-Informationen von einer Person, die eben direkt in Kontakt mit dem Ganzen steht. Dann bin ich hoffentlich einigermaßen in der Zeit durch.